Vor etwa 6 Monaten hatten wir eine Idee. Wenn jeder Lehrer und jede Lehrerin deutschlandweit dazu gezwungen werden würde, seine oder ihre beste Unterrichtsplanung auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, komplett ausgearbeitet und mit allen benötigten Materialien versehen, dann würden vor allem die davon profitieren, die das Schulsystem so dringend braucht. Referendare, Lehramtsstudenten, Seiteneinsteiger. Jeder und jede von uns hat schon einmal diese Situation erlebt, in der man verzweifelt am Schreibtisch saß und einfach nicht wusste, wie die nächste Unterrichtsstunde geplant werden soll. Das Zeitfenster wurde immer schmaler, der Druck größer und man war den Tränen nahe. Natürlich werden diese Momente mit zunehmender Unterrichtserfahrung weniger und verschwinden irgendwann ganz. Aber auch eine erfahrene Lehrperson lässt sich doch gern noch von den Ideen anderer inspirieren, oder? Also haben wir die Idee weitergesponnen und sie in die Tat umgesetzt. Die erste Unterrichtsplanung schickte uns Easy Peasy Lemon Squeezy zu. Schnell kamen aus anderen Fächern und Klassenstufen immer mehr Entwürfe hinzu. Stand jetzt sind wir bei ca. 300 Stunden und es werden täglich mehr. Danke dafür, dass ihr uns bei dieser Idee unterstützt und uns dabei helft, sie richtig groß zu machen. Wir haben in den letzten Wochen versucht, ein System zu entwickeln, das den Zugriff auf eure Sternstunden so übersichtlich und einfach wie möglich macht. Wir werden oft gefragt, wie viel der Zugang zu den Sternstunden kostet. Er ist kostenlos und wird es auch bleiben. Was ihr tun müsst, um Teil davon zu werden, ist Folgendes. Sucht eine Unterrichtsplanung heraus, auf die ihr besonders stolz seid. Egal welches Fach, welches Thema, egal ob Einzel- oder Doppelstunde oder sogar eine Unterrichtseinheit. Hauptsache ist, ihr steht voll und ganz dahinter, weil sie besonders kreativ, besonders schülernah oder mit liebevoll gestaltetem Material versehen ist oder einfach, weil sie genau dem entspricht, was Klafki, Meyer und Co. unter gutem Unterricht verstehen. Um eure Stunde als Sternstunde hochzuladen, brauchen wir zum einen den Ablauf der Stunde. Das kann, muss aber nicht minutiös aufgegliedert werden. Hauptsache ist, Außenstehende können euren Verlauf nachvollziehen. Methodisch-didaktische Begründungen wollen wir natürlich nicht von euch verlangen. Wir brauchen außerdem sämtliches Material, das ihr für eure Stunde nutzt. Und jetzt wird es etwas knifflig. Es darf keinesfalls das Urheberrecht dritter Personen verletzen. Arbeitet ihr die ganze Stunde über mit dem Lehrbuch, ist das leider keine Sternstunde, denn wir dürfen keinerlei Screenshots oder Ausschnitte aus Lehrwerken, die die Schüler und Schülerinnen nutzen, verwenden. Das gleiche gilt für Arbeitshefte, Begleitmaterial, Zeitschriftenartikel und so weiter, die nicht klar mit einem CC, also einem Creative Commons Lizenzzeichen, gekennzeichnet sind. Am besten ist es, ihr erstellt euer Material komplett selbst. Baut ihr die Stunde aber auf Gedichten, Videos, Bildern oder Texten auf, die urheberrechtlich geschützt sind, könnt ihr einen Link einbauen, unter dem andere Nutzer das entsprechende Material finden können. Wir brauchen außerdem noch ein paar Informationen zu eurer Sternstunde. Überlegt euch einen kurzen Text, der mehr über eure Stunde verrät, damit die User sich einen Eindruck davon verschaffen können, ob das entsprechende Material zu ihrem Thema passt. Welchen zeitlichen Rahmen umfasst sie? Was sind eventuell Ziele der Stunde? Welche Inhalte oder Methoden werden gebraucht? Schickt uns alles entweder als PDF, Doc und so weiter oder schon verpackt als ZIP- oder RAW-Datei zu. Die Mailadresse dazu findet ihr in der Infobox. Sobald wir die Stunde gesichtet haben und alle Punkte auf der Liste abhaken können, laden wir sie hoch und ihr bekommt das Zugangspasswort zu allen anderen Sternstunden. Gebt das bitte niemals weiter. Wenn viele Lehrpersonen auf die Sternstunden zugreifen können, ohne selbst Ideen einzubringen, dann können wir nicht wachsen. Wir freuen uns auf viele weitere eurer Sternstunden. Bis zum nächsten Video. Eure zwei Pauker von 45 Minuten.